Wow, wow, nein! Wow, voll erwischt! Schau her, du schießt nicht mit diesem Säureschleim auf mich. Ich weiß genau, was du tust. Oh nein, es ist aus. Kein Signal mehr. Hallo Leute, willkommen zu DIY in 5. Ich bin Trisha Hirschberger und heute sprechen wir über die billigste Art, virtuelle Realität oder VR auszuprobieren. Nur mit einem Smartphone und etwas Karton. Das macht VR für Anfänger billig und ist zudem besser, als man denkt. Du hast bestimmt schon von Firmen wie Oculus viel über virtuelle Realität gehört. Die meisten dieser Produkte brauchen für eine VR-Erfahrung spezielle Hardware und leistungsstarke PCs. Dank Google kannst du jetzt auch über das Cardboard-Programm VR für Anfänger ausprobieren und testen, ob sich die Investition in ein besseres Produkt wie von Oculus für dich lohnt. Wenn du schon ein iPhone oder Android hast, brauchst du als Hardware nur noch ein Stück Karton. Mach das nicht. Ja, wirklich. Google verkauft diese Pappbrillen auf seiner Website für ungefähr 15 Euro. Unten findest du einen Link. Bei Konferenzen, in denen Firmen VR-Apps oder Spiele zeigen, gibt es sie auch oft kostenlos. Die neueste Google Cardboard-Version wird Handys mit Displays von bis zu 6 Zoll unterstützen. Wenn dein Handy also irgendwo zwischen Telefon und Tablet liegt, sollte es gehen. Du wirst merken, dass diese DIY-VR nichts weiter ist als ein Stück Karton mit Kunststofflinsen. Aber du merkst auch, welche Möglichkeiten dir virtuelle Realität bietet. VR ist noch ziemlich Neuland und du wirst bald merken, dass es im Augenblick noch kaum Apps dafür gibt. Aber jeden Monat kommen neue dazu. Aktuell hat Android mehr Apps für Google Cardboard. Aber keine Sorge, iPhone-Benutzer, es gibt auch für euch genügend Content zum Ausprobieren. Als erstes solltest du natürlich zum App Store deines Handys gehen und Cardboard herunterladen. Die Cardboard-App ist die Eintrittskarte in die Google VR-Welt. Du bekommst eine kurze Übersicht zu Cardboard und dann siehst du andere VR-fähige Apps zum Herunterladen. Zu unseren Favoriten gehört Verse, eine App mit gut betreutem, großartigem Inhalt, und YouTube mit seinen ungeordneten Tonnen toller 360 Videos, die jeden Tag von Leuten eingestellt werden. Sogar Firmen wie Legendary Pictures erstellen Apps, mit denen du eine Übersicht über ihre größten Filmsets wie Warcraft, Pacific Rim und Crimson Peak bekommst. Du kannst in einem Zug alles von Death Knight bis Kanju ansehen. Aber du wirst merken, dass viele der Apps über Cardboard eine niedrige Auflösung haben und etwas langsam sein können. Aber du bekommst ein gutes Gefühl dafür, was mit VR möglich ist und ob du aufstocken möchtest zu etwas wie Oculus, HTC Vive oder einem der anderen neuen Systeme. Erzähl uns unten im Kommentar, ob du mehr über VR erfahren möchtest. Nur mit einem Stück Karton und einem Handy dem Alltag entfliehen. Na, das ist doch mal was. Welche neue VR-Technologie findest du am aufregendsten? Sag es uns doch im Kommentar. Und vergiss nicht, dich für mehr Tech-Tipps und Videos zu registrieren. Ich bin Trisha Hirschberger und danke dir fürs Ansehen dieser Episode von DIY in 5.